Folge City Skylines Tenable. Irgendwann werde ich das auch wissen, ohne nachdenken zu müssen. Ja. Und zwar habe ich mir ein paar neue Assets runtergeladen und wollte gucken, ob wir das Ganze hier so ein bisschen detailen können, dass das alles ein bisschen schicker aussieht. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Bahnhof runtergeladen. Glaube ich zumindest. Ja. Small Train Station. Ist wirklich sehr klein. Mal gucken, wie das aussieht. Können wir vielleicht hier noch eine Passagier, aber gut, das macht eigentlich wenig Sinn, die hier hinzubauen, weil hier ja nichts ist. Wenn hier die Arbeiterquartiere wären und so. Aber die können wir ja hier hinlegen, theoretisch. Können wir hier oben hin machen. Ist ja nicht so, dass sie da unten unbedingt sein müssen. So. Oh, warte, das war hier so eine Industriestraße. So. Das Ganze hier ein bisschen breiter. So zum Beispiel. Na. Und dann holen wir das hier hoch. Ah, jetzt ist das. Das wächst immer näher an das Wohngebiet ran hier, das Industriegebiet, aber das ist dann halt so. Vielleicht wollen wir hier auch noch was hinbauen. Gucken wir mal. So. Das könnte zum Beispiel hier hin. Dann können wir die hier vielleicht. Warte mal, hier hatten wir doch diese Fußwege. Nehmen wir die doch. Dann können die hier. Hat es bereits belegt, also das geht nicht. Das geht. Ja. Hilfe. Maus gerutscht. Warte mal, das kann doch wohl nicht sein, dass das immer wieder hier reinschnappt. Bin ich da, wenn ich näher rankomme, komme ich damit wohl nicht näher ran. Da ist die Kreuzung zu nah. Naja. So. Das war das Ding. Und hier haben wir noch eine weitere Wohnung. So. Na gut, meinetwegen. Obwohl, du kannst da eigentlich auch hier rein, oder? Ja, das geht. Siehst du. So, ob du gehst. Brenn 2 und der Mondweg. Interessant. Und das müssen wir jetzt ans Schienennetz anschließen hier. Naja. Schön machen können wir später immer noch so. So. So, mal gucken, wie sieht dieser Bahnhof aus. Das sieht eigentlich ganz niedlich aus. Ja. Okay. Dann machen wir hier eine Linie von diesem Passagierbahnhof zu diesem Passagierbahnhof.
und wieder zurück. So, jetzt können die Leute aus diesem Wohngebiet. Die kommen doch hier zum Bahnhof, ne? Das ist gar nicht der Bahnhof, das ist der Bahnhof. Ja, aus diesem Wohngebiet können die hier hinten zu den Arbeitsplätzen gelangen. Nicht, dass wir nicht sowieso schon zu wenig Leute haben, die hier arbeiten, aber brauchen wir diese Straßen noch? Eigentlich nicht. Also reißen wir die mal ab. So. Gut, aber wir wollten so ein bisschen Detailing betreiben hier zum Beispiel. Hier sind überall diese Ecken, wo im Prinzip noch Platz ist, aber dadurch, wie wir die Straßen verlegt haben, ist hier doch kein Platz mehr. Und da hatte ich eine Idee, dass wir hier mit diesen mit diesen Fußwegen das hat uns nicht viel mehr bebaubare Fläche gegeben, aber hat hier was anderes vor. Und zwar ein kleines Café hier hinstellen. Und vielleicht noch eine Statue. Ja, das ist zu groß. Okay. Aber das hier passt. Ah, das ist viel zu groß. Okay. Was ist hiermit? Auch zu groß. Alles zu groß. Hier hinten können wir noch so eine Windmühle hinstellen. So, und den Rest machen wir dann. Stellen wir hier ein paar Bänke hin. Schon so ein kleines Café haben, können wir hier noch einen Grill hinstellen hier hinten. So, aber dann brauchen wir, glaube ich, auch so ein bisschen Fußboden hier. Hier haben wir keinen. Was haben wir hier für Fußboden? Da, okay. Irgendwie gefällt mir die Mühle nicht. Die passt da gar nicht hin. So, hier stehen schon Häuser, das ist ja auch gut. Können wir hier sonst noch irgendwas einbauen? Einen Huhn können wir hier hinstellen, toll. Okay. Ich glaube, hier hinten machen wir dann Bäume hin, das reicht dann.
hier hinten auch. So, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Baum hinstellen. Es gab doch so, wo sind die denn hingekommen? Hier sind es nicht, aber hier sind Zäune. So, und dann haben wir hier noch ein paar Ecken. Grabstein, okay. Hier ist nichts. Kleines Fußballfeld. Nee, hier bauen wir mal nur vielleicht einen kleinen Stein und der ist zu groß. So ein. Und ein paar Bäume hin. Hier ist hier vielleicht sogar tatsächlich Straße. Können wir hier was anbauen? Können wir tatsächlich. Ist jetzt nicht mehr wirklich eine Sackgasse, so, aber hier können wir vielleicht einen richtigen kleinen Park hinbauen. So, das Löffelding. Nee, das ist drei Felder groß. Das geht leider nicht. Wir können hier noch so ein kleinen Trinkpark hinbauen und hier dann sowas und den Rest hauen wir wieder voll mit Bäumen. War doch so eine Post. Wo ist die Post? Oh, hier wird ein Toter nicht abgeholt. Was wir auch mal können, wo wir gerade dabei sind, ist für unsere Buslinien, von denen wir im Übrigen noch nicht genug haben, mal ein paar schicke Busse rauszusuchen. So. Achso, Biotreibstoffbus.
Sieht dann alles gleich viel gemütlicher aus hier. So. Oh, hier fehlt Wasser. Wie kommt das? Ach so, weil ich die Gebäude hier einfach hingesetzt habe, ohne zu gucken, ob hier Wasser ist. Weil ich gedacht habe, die sind an der Straße, also ist da natürlich Wasser. Dass ich hier noch nichts hingelegt habe, der Gedanke ist mir nicht gekommen. Ach ja, hier waren die Sportplatzaktivitäten hier. Ist auch alles noch ziemlich leer, aber da kümmern wir uns mal später drum. Mal schauen, was jetzt am Handy wieder ist. So. Oh, hört auf. Ja. Diese Straße scheint mir ein bisschen überlastet zu sein. Das war die Straße, die ich gebaut habe, damit die Leute nicht diesen ganzen riesen Umweg machen, um von hier nach hier zu kommen, was? Das war vielleicht ein wenig blauäugig von mir. Weil jetzt kommen hier auch dann noch diese ganzen Servicegebäude, Krematorium, Polizei und Müllatomisierer und wollen da auch durch. Wo ist der mit den Fahrradwegen hier? Warum bauen wir nicht? Das ist. Bauen wir hier durch den Wald durch, ne? Aber machen wir dann halt so. Wir könnten das natürlich jetzt hier auf diese Kreuzung bauen. Das Problem ist, wenn wir hier einen Kreisverkehr machen, dann reißen wir wieder ein Gebäude ein. Dann liegt dieser Stein da im Weg, den müssen wir erstmal wegnehmen. Gerade durch. Dann machen wir die drei Straßen, die verbinden wir. Und dann da. So, und dann machen wir hier nämlich Kreisverkehr hin. Zack. Bumm.
Und dann für die Leute, die es extrem eilig haben. Na, bauen wir hier eine Mautstelle rein. Oh, es ist genau Platz hier. Aber glaubt man nicht, dass das schnappt an beiden Seiten dann. Naja, macht ja nichts. Oh, kann man hier den Preis erhöhen? Ja, kann man. So, dann überlegt euch, wo ihr längs fahren wollt. Dann, wenn ihr da immer noch Staus verursacht, dann kriege ich wenigstens Geld dafür. So. Weiterer kleiner Kreisverkehr hier. Die fahren jetzt tatsächlich immer noch durch. Wow. Oh fuck, schon wieder. Schon wieder eine Lärmbelästigung hier. Das ist alles zu groß. Zack. So, wir brauchen immer noch Wohngebiete. Wir haben hier auf dem Weg zum Wirtschaftskolleg eigentlich ziemlich gute Möglichkeiten, hier noch was hinzubauen. Hier wollten wir wieder einen kleinen Park machen, vielleicht einen mit Anglerbuden oder so. Müssen wir mal gucken. Kann man am besten hier abgrenzen. Versuchen wir das mal an der Küste entlang zu machen hier. So. Gut, da haben wir schon mal die Kollektoren einigermaßen. Wollen wir hier einen Zopp haben für unsere Busse, damit wir hier in die Stadt zu den verschiedenen Orten Busse schicken können? Das ist ja eigentlich gar keine schlechte Idee, oder? Machen wir das mal. So. So. Stadtbahnhof Börse, okay. So, schauen wir mal. Also, da haben wir hier einen Überlandsbus, der transportiert die Leute ins Umland. Und hier einen normalen zentralen Omnibusbahnhof.
mache das schon wieder verkehrt. Ich verbinde hier an die Arterie. Das soll ich doch nicht machen. So, hierhin. Können wir hier und hier eine Verbindung machen? Die Frage, können wir hier jetzt, müssen wir hier auch, was ist das hier? Nonstop Bus. Ah, das ist wunderbar, das ist ja viel kleiner. Nehmen wir das doch erstmal. So. Ja. Ach ja. Und dann ist die Frage, müssen wir hier auch? Können wir tatsächlich hier die Überlandbusse? Aber das machen wir dann erst später, wenn wir damit so weit fertig sind, dass hier überall Strom ist und dass hier auch eine Gegend ist. So, wo Leute tatsächlich auch. So, nicht nur durchfahren, sondern auch. Ist das hier Spar? Ein Sparladen. Passt genau hin. Ja, Tatsache, ist ein Sparladen. Was haben wir hier sonst? Nicht so viel. Fliegerclub. Könnte man vielleicht hier. Hier hinbauen, so südlich vom. Oder besser hier, vielleicht besser hier. So von der Uni. Das muss natürlich an den Strom angeschlossen sein. So. Genauso wie das hier. Ah je. So. Okay. So. Das ist jetzt auch angeschlossen. Jetzt können wir langsam anfangen mit den dichten Wohngebieten. Oh, das war verkehrt. So wollte ich das nicht machen. Hier eigentlich überhaupt gar nicht. Hier habt ihr nur wieder Lärmbelästigung, das wollt ihr doch nicht. So.
Haben wir vielleicht gleich wieder zu wenig Waren zum Verkaufen, aber da müssen wir dann gucken, dass wir das behoben kriegen. So, also haben wir hier einen Sparladen, einen sehr langen Sparladen, wie ich mal sagen muss. So, was haben wir hier noch? Eine Oper, die auch direkt hier reinpassen würde, so als hätte man es geplant. Ein Kino passt hier rein. Paderborner Rathaus können wir hier hinbauen. Ja, hier hin. So, und dann gucken wir mal, ob wir die Leute in die Schule schicken können hier. Oberschule. Warum will die Oberschule da nicht ranpassen? Müssen wir am besten auf eine Ecke legen, irgendwie die Oberschule. Oder hier rein. Das ist auch gut. Grundschule, sehr groß. Okay. Ja, da ist ja alles belegt. Gut. Also die beiden Schulen haben wir. Was fehlt dann noch? Vielleicht eine Bücherei. Können wir vielleicht hier beim Rathaus? Nein, da ist kein Platz mehr. Aber hier unten vielleicht. Auch nicht, also hier in die Ecke. So, hier ist nichts mehr. Dann gucken wir mal. Hier haben wir eine kleine Feuerwehr, die direkt hier hinpasst. Das ist doch prima. Eine Polizei dergleichen haben wir auch. Passt hier hin, so. Polizei, Krankenhaus brauchen wir noch, Krankenhausgeschichten. Die passt hier nicht rein. Hier wird eins hinpassen oder hier. Das ist eigentlich gar nicht schlecht hier. So. Hier unten ist natürlich Primärgebiet für die Gewerbegebiete hier, weil hier der meiste Verkehr zu erwarten ist an der Arterie. Darum können wir das hier mal hinlegen. Mal gucken, was passiert. Aber was hier ist, das gefällt mir noch nicht so. Können wir hier nicht irgendwie Parkplätze reinbauen oder so? Und nicht noch Parkplätze? Also können wir nur direkt an die Straße legen. Okay. Schade. Dann bauen wir hier einfach ein paar Bäume rein.
Was wir noch machen könnten, ist hier vielleicht einen Fahrradweg hinzubauen. Von hier zur Uni. Und dann war es das auch wieder für heute. So. Aha. Fahren wir mal hier um die Sträucher rum. So, wie gut. Den Rest hier machen wir am besten auch mit Gewerbegebiet voll. Das ist zwar ein bisschen unkonventionell, weil das nicht direkt in der Hauptstraße ist, also zumindest das meiste hier unten nicht. Aber das können wir dann hier immer noch rausnehmen, wenn es pressiert. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, werden wir weitermachen. Und ja, wie gesagt, ihr habt verschiedene Möglichkeiten mit dem Video zu interagieren, sei es durch Liken oder durch einen Kommentar schreiben oder auch durch das Abonnieren dieses YouTube-Kanals. Wäre doch auch mal eine Idee. Bis denn!